Speedruns. Es gibt sie in Minecraft, es gibt sie in Fortnite und es gibt sie darin, einen super schnellen Burrito zu machen. Heute gucken wir uns die verrücktesten, dümmsten und besten Speedruns an. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und jetzt viel Spaß mit dem Video. Alright, wir fangen an mit Mach das nach, ist besser für dich. So heißt der Link. Oh mein Gott, oh mein Gott. Twitter ban Speedrun. Let's name the account Elon Musk. Copy his bio. Take his profile picture. Yep, looks good. Take his banner. Yep, looks good. Save. Your account is suspended and is not permitted to perform this action. And that's a new world record, baby. Ja, ja, fühle ich, Bro. Ich weiß nicht, Mann. Oh, Twitter ist ein wilder Ort geworden, seitdem es nicht mehr Twitter, sondern fucking X heißt. Alright, was haben wir hier? Van Enya, das ist der Hund von meiner Mama. Our next dog up in oh, der sieht übrigens genauso aus auch. Okay, keine Ahnung, was die machen müssen, aber es ist anscheinend ein Hundewettbewerb. All these dogs, all these handlers love Bruder, der energy. Hund rastet so krank aus, what the fuck. Wow, der ist sehr hübsch. Nice and calm, sehr hübscher Hund, wow. Says, hallo. Alter, holy shit. Holy shit. Nice Alter, what the fuck. Digga, das ist so krass, nice das ist so heftig. Holy shit. Alter, what the fuck, das Ding fliegt in der Luft. Bro, das ist crazy, das ist crazy. Holy shit. Bro, Tiere sind so krass, Mann. Tiere sind so krass. Alter. Alter, ist das 8,6 Sekunden schneller als der Rekord vorher? Ist das damit gemeint, Bro? Weil das wäre ja crazy, what the fuck. Aber man muss da ganz klar sagen, da gibt es eine Version, die ist weitaus besser. Welcome, welcome, meine Freunde, zu der Westminster Dog Show. Ripple. Und endlich ist Ripple an der Reihe. Wir haben den Boston Terrier schon vorhin aufwärmen sehen. Daniel Heddy hat den kleinen Racker die letzten Jahre trainiert und endlich geht's hier los. Herrlich. Für genau diesen Moment haben Danny und Ripple die ganze Zeit trainiert. Und schaut euch Ripple nur an, wie flink er hier durch jedes Hindernis durchjumpt. Noch ein Jumper. So. Der Tunnel kann für manche Hunde schwer werden. Was passiert mit Danny Amelagrim, ja? Danny, du hattest einen Job, Dicker. Einen einzigen Job. Du musst nur laufen, Dicker. Ripple hatte so einen guten Start. Wir hatten fast das Gefühl, er könnte Gabbys Rekord brechen. Aber für Daniel Heddy ist der normale Weg anscheinend auch ein Hindernis. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Ripple rippt fast alles. Die Wippe durch den Ring durch und der Slalom links, rechts, links. Alles kein Problem gewesen. Ripple muss sich nun einer unangenehmen Frage stellen, braucht er einen Herrchenwechsel? Wir gehen zurück ins Studio. So, was haben wir hier? Es gibt auch Guinness World Record für alles. Fastest 100 Meter while on fire. Bruder, what the fuck? Bruder, an dem Punkt muss man sich einfach nur irgendeine Scheiße überlegen, die noch nie jemand gemacht hat. Die schnellsten 100 Meter mit vollgekackter Buchse. Bro, hä? Und kann ich dann einfach einen Weltrekord machen? Wie dumm. Wie dumm. What the fuck? Ey, Mann, ist das wohl, Alter. Junge, ist das dumme Scheiße. Wir sollten mal für ein YouTube-Video einfach irgendwelche dummen Weltrekorde aufstellen. Wenn ihr das sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Okay, was haben wir hier? Nächstes. Yummy. Oh ja, den kenne ich schon. Der Typ macht einen Burrito in 15 Sekunden. And zieh es rein. Das ist krass. Der hat so ein Ding mit dem Fuß, wo er das beschädigen kann. Okay, Bohnen, Cheese, jetzt Sour Cream. Boom, Tomaten. Grüne Chilis, Salat, Soße und zumachen. Yes. Und hier finde ich, als ich das erste Mal gesehen habe, sage ich euch ehrlich, der Burrito sieht aus wie hingekackt und hingeschissen, Mann. Wenn du den einmal hochnimmst, fällt alles auseinander und von allem ist zu wenig, Bro. Digga, das ist kein richtiger Burrito, in my opinion. We just speed ran a burrito in 13 seconds. Can you believe it? It's a new record. I just wanted 14 seconds, not 13. Look at this. Alright, wir machen weiter. Was haben wir hier? Und er ist weg, heißt der nächste Clip. Today we're eating the world's fastest burrito. Recently the world record is broken. 31.47 Bruder, Matt Stoney. Wirklich, der Typ ist krank. Ich check es bis heute nicht. Es ist so crazy, dass Menschen so fasziniert sind davon, dass der Typ einfach viel und schnell essen kann. Aber das ist, ich guck die Videos selber übelst gerne, Bro. Das ist übelst der Boss. Here we go. Countdown. Okay, 3, 2, 1, go. Bro, what the fuck? Digga, das bin ich gleich, wenn mein Burrito ankommt, Leute.
Oh mein Gott. Ey, Junge. Ganz kurz, dieser... Alter. Dieser Blick. Wie kann man so sauer einen Burrito essen, Alter? Bro, ich wette, der muss nach jedem von diesen Videos so eine Kackwurst haben, wo man das Gefühl hat, die kommt quer raus. Alter, das muss doch das Arschloch komplett wegsprengen. Der Körper kommt doch gar nicht drauf klar, wenn so viel Essen auf einmal reinkommt. Holy shit. So, dann haben wir hier noch was Kleines zum Runterspülen. Hat er noch, hat Wilbo hier gelinkt? Badlands Chucks! Digga, beste Mann, beste Mann. Das ist einfach ein YouTube-Channel, der kann viel trinken. Das ist ein Channel. Und er trinkt 1 Liter von Mountain Dew. Oh, das ist auch, das ist ein offizieller Weltrekord. Er ist der schnellste Mann, der jemals 1 Liter Mountain Dew getrunken hat. Guck mal, der freut sich richtig. Der freut sich richtig. Der zelebriert richtig. Guck mal, wie er sich da freut. Guck mal, der freut sich schon richtig. Ich find's auch geil, wie er, während er 1 Liter eingießt, mehr als 1 Liter ausschwitzt gerade, Bro. Da muss es topo warm sein, wo der Bruder gerade ist. Bruder, warum gucken die alle so? Holy shit. Digga. Die Beschreibung steht bitte auf den Punkt. Ich muss mir hier ansehen, wie ein Leopard. Oh, zieh. Ich habe das Gefühl, das ist so dieser eine Typ, den es auf jeder Party gibt, der so ein Stück zu schnell am Bier wegexen kann, um zu sagen, er ist kein Alkoholiker. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt immer diese Leute, die claimen, sie sind kein Alkoholiker, aber sie können innerhalb von 0,1 Sekunde ein Bier exen. Okay, Bro, chill. Du bist ein verfickter Alkoholiker. Lebst, also steh wenigstens dazu. What the fuck? Alter, er hat 1 Liter. Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht schneller. 6,8 Sekunden ist irgendwie ein bisschen slow. Ach, weiß ich nicht. Soll ich 1 Liter auffüllen und ich versuche so schnell wie möglich zu trinken? Der Mann hat dafür 6,8 Sekunden gebraucht und wir werden jetzt den Rekord ausstellen für zwar nicht 1 Liter, aber 0,5. Also liegt nicht daran, dass ich eine Pussy bin, sondern liegt daran, dass ich Badlands Chucks, meinem Lieblings-YouTuber, den Rekord nicht wegnehmen möchte, okay? Okay, 3, 2, 1. Bro, was? Stopp! 6,8 Sekunden für die doppelte Menge ist irgendwie doch ganz schnell eigentlich. So schlecht ist es tatsächlich gar nicht. Du bist so jemand, den man bei einer Runde Bierball nicht so gerne im Team hätte. What the fuck war das? Bro, shut the fuck up! Aber ja, tatsächlich bin ich immer der, dessen Team verliert bei Bierball. Okay, dann haben wir hier den nächsten Link. Den hat Wilbo genannt, da machen die meisten Viewer eher einen Slow Run. Baldur's Gate 3 6% Speedrun. Wait, was? Bro, das ist ein Game, das ist komplett an mir vorbei, ne? Hab ich 0% gespielt. Oh, er hat eine Lady befreit, okay. Okay, ich kann mir vorstellen, dass das Teil der Story ist. Hab heute das Game angefangen und für den Part 5 Stunden gebraucht. Ja, er macht es in 2 Minuten und fickt sogar. Learn to play. Okay, ich glaube, jetzt kommt der geile Part, Chef. Ich weiß nicht, ob ich dafür gebannt werden kann, aber ich riskiere es einfach für euch und für den Content. Lasst einen Daumen nach oben da. Digga, warum sieht der so aus? Bruder, ganz kurze Frage. Wer zum Fick ist das? Bro, what the fuck? Alter, noch nie hat jemand so schnell mit einer Frau geredet, Bro. Er sollte so Pickup-Artist sein. Oh! Neuer Rekord! Sub 2 Minuten! I lead, you follow. Wait, aber passiert da wirklich dann irgendwas Sexmäßiges? Ich check's gerade nicht genau. Ja? Warum wurde es jetzt hier rausgeschnitten? Das finde ich jetzt ein bisschen frech. Gut, die Person hat hier 2 Minuten gebraucht. Chat wird es nie hinbekommen. So, was haben wir hier? Glaube, den Speedrun schlägt so schnell keiner.
Fucking Dave, Bro. Erste Staffel, Seven vs. Wild. Bodenlos. Tut mir so leid, Johannes. Mein Magen hat gerade eben angefangen. Und da war nicht nur so kalt, sondern so... Bodenlos. Ich habe so drei Bodenlos. Minuten ins Leere geguckt. Oh Mann, ey, herrlich, Bro, herrlich. Aber wirklich, das ist ein popkultureller Moment, den ich niemals vergessen werde. Dass Dave am ersten fucking Tag rausgegangen ist. Aber um technisch gesehen zu sagen, es gab jemanden, der ist früher rausgegangen in der aktuellen Staffel. Der ist tatsächlich schon an Tag 0 rausgegangen. Was haben wir als nächstes? Das nächste ist, man bekommt ein random Deck und muss es perfekt replizieren, so schnell es geht. Speed Cards World Record, 12 Sekunden. Alter, was? Also so ein Kartendeck einfach mit 2, 3, 4, 5, 6, König, Bube, Dame, König und Shit. Also ich bin mir nicht genau sicher, aber Fatima da in der zweiten Reihe, die ist da sehr langsam gerade am Machen. Ich glaube, die holt nicht den World Record, Bro. Digga, die geht da ganz langsam durch, Bruder. Also wirklich, das ist ja wirklich, also langsamer geht's ja nicht. Bruder, er geht in Modus, er geht in Zen-Modus, holy shit. Alter, was? Was? Es geht nur ums Merken quasi sozusagen. Also die Zeit wird nur gezählt fürs Merken, dann kann er entspannt sortieren und dann muss er es hinlegen. Geht's so mäßig? Alter, krank! Alter, what the fuck? Bro, krank. Das ist kranke Scheiße, Mann. Wie macht man das? Ey, nochmal kurz zur Erinnerung, Bro, wie schnell der Kollege da durchgegangen ist. Was? Bro, der hat sich da jedes einzelne von gemerkt. Bro, das ist crazy. Crazy. Ja, mit Robin B. Was hat er gemacht? Nochmal Mbappé geschoutoutet? Yo, shoutout Mbappé. Ja, mit Robin B. The Pussy Bros has a diese energy here. The three victims were part of a CXS crew. You're right in the pussy. It's missing the energy. Oh, crazy, crazy. Also, okay, was haben wir hier? So ein weirder Speedrun. Mann, Wilbo, Digga, hör auf, deine eigene Scheiße zu linken. Bruder, er hat wieder seinen Arma 3 Speedrun gelinkt vom letzten Mal. Bruder, er spielt immer so Arma 3 DLC. Das spielen so drei Leute oder so. Und er zockt das dann so zweieinhalb Stunden. Und er redet immer Englisch dabei. Das ist mein favorite part. Warte. It's the first time he ever landed here, what the fuck? Hey, it's the first time he landed here, what the fuck, man? Any percent Apex Protocol. Digga, er ist tatsächlich der World Record Holder in Arma 3 Any percent Apex Protocol, weil er der verfickt einzige Typ ist, der es jemals eingesendet hat. Es ist der gleiche vom letzten Mal, Junge, Junge, Junge. Okay, dann gehen wir zu meiner Favorite-Stelle, und zwar dem Abschluss, wo du es geschafft hast. Weil da hast du nochmal so ein kleines Fazit gezogen, wie der Run lief, und das ist mein favorite part. That's the game. Bro, er hält so low-key, ich kann's dir nochmal sagen. Er hält so low-key, als hätte gerade so Shroud eine so 20er-Bombe in Pudgy gehittet. So, yeah, so guys, that's the game. Yeah, klick, klick, und dann nächstes Game. Low 130 is definitely possible, but I didn't think I'd actually... I only wanted to get sub 2 hours. Ja, ja, sub 2 hours. Like I was... Bro, wirklich, ich kann es nur nochmal wiederholen, Wilbo. Du redest in diesem Video so, als gäbe es eine fucking Community für das Game. Bro, du bist der einzige Typ auf speedrun.com, der größten Speedrun-Seite, der dieses Game zockt. Ey, kann das bitte irgendwer einfach brechen, falls wir irgendwann nochmal dieses Video machen mit Speedruns, dass einfach das gebrochen ist? Bro, das wäre so wichtig, what the fuck. Oh mein Gott, geil. Der nächste Link heißt, den Speedrun bekommst du schon mal nicht. Ich habe hier im Hintergrund eine Lego Titanic stehen, die steht seit ungefähr 4 Monaten da oder so. Ja, wir bauen sie demnächst auf, okay. Fastest time to build Lego Titanic Guinness World Record. Boah, das bin ich gespannt. Leute meinten zu mir, man braucht, wenn man Casual macht, 27 Stunden für das Ding. First Guinness World Record attempt was with the Colosseum. Got a certificate for that. That's it. Yay.
went for the Millennium Falcon, got disqualified, leftover piece. And so when I saw that the... Oh mein Gott, das habe ich gesehen. Er hat mal diesen Millennium Falcon versucht und er hat einen Teil vergessen. Die arme Sau, ey. Starting in 3, 2, 1. Boah, ich bin gespannt, wie schnell er es macht. The hardest part or the most frustrating part... Bro, er ist 40? Was ist das, 40 Sekunden? Actually not Minuten? Having enough space on the desk. I mean, you have to... Ich check nicht, ist es gerade 1 Minute 40 oder ist er 1 Stunde 40 drinne? Alter, was? They have room for the instruction book. The pieces or the sections of the Titanic that were already built were taken from... Bro, das ist crazy. Er ist jetzt 3 Minuten drinne. Bruder, das Ding steht schon halb. Der trollt doch. Wait, sind es Stunden? Natürlich, obvious. Bro, kann doch sein, Digga, keine Ahnung. Wir haben davor jemanden geguckt, der in 6 Sekunden einen Burrito aufgegessen hat. Wollt mir jetzt sagen, in 5 Minuten 30 eine Lego-Titanic aufbauen, ist jetzt unrealistisch, oder was? Okay, er ist seit 13 Stunden dabei jetzt. Vorsortiert ist halt lame. Ja, Real Talk. 14 Stunden ist erstens mega langsam und dann hat er vorsortiert, Bro. War übel der Vorteil. Mega peinlich, hast recht, Bro. Digga, überleg mal. In 14 Stunden... Das war ein Speedrun. Der Typ hat safe 3-4 Mal vorher schon zusammengebaut. Digga, wir werden da wirklich Wochen, Monate sitzen dafür. Holy shit. Okay, das nächste heißt Yippie Mario. Was ist das? Oh, das ist ein Klassiker, Chat. Das Ganze nennt sich Nipple Percent. Und es geht darum, so schnell wie möglich den Nippel von Mario zu sehen in Mario Odyssey. Ist ein absoluter Klassiker. Oder wir leben in einer kranken Welt, Chat. Checkt ihr, dass es Leute gibt, die einfach ihren ganzen Tag... von früh bis abends einfach nur versuchen, so schnell wie möglich Marios Nippel zu sehen, Bro. Das ist krank, das bringt ihnen überhaupt nichts. Wofür macht man das? Okay, das Einzige, was man hier anders macht, ist, glaube ich, dass man die Cat pre-placed. Das ist genau da, wo quasi der Hund hingeworfen wird. Zack, guck mal, der wirft das jetzt dahin auf Fifehead. Und er das quasi direkt nehmen kann. Ich glaube, damit spart man noch mal ein paar Sekunden. Du hast einen Trick verpasst gerade. Ja? Ja. Boah, aber clean, Junge. Crazy. Crazy, crazy. Warte, ich tue so, als hätte ich es davor geguckt. Warte, ich reagte so drauf, als wäre... Okay, krass, und jetzt ist er schon beim Boss. Okay, jetzt kommt der Bossfight. Ich glaube, hier weiß ich nur so ein paar Strats. Okay, fucking easy, kann Wilbur davor entschneiden. Okay, der Boss ist down. Ich wette, er lässt es genauso, der Wichser. Ich wette, er lässt es genauso, der kleine Hund. Okay, nur noch eine Minute, Chat. Bisschen unter eine Minute sogar. Dann sehen wir Marios Nippel. Holy shit. Bro. Yeah, I think this is my second run, not a cascade. No, third. Like ich find's auch geil, wie der so die ganze Zeit kommentiert, als wäre das so ein richtig ernster Run. Also ich meine, das ist ja irgendwo ein ernster Run, das ist eine extrem umkämpfte Kategorie sogar. Aber das ist trotzdem crazy. Also wenn ihr mal kurz guckt, wir halten mal ganz kurz an, bevor das Final kommt. Das hier ist Nipple Percent und das sind alle Leute, die letzten Jahre gespielt haben. Es gibt 9 fucking Seiten, Bro. Es gibt über 800 Einsendungen von Leuten, die diesen Nipple Percent Speedrun gemacht haben. Und da habe ich eine ganz kurze Frage, ja. Also Platz 1 hat 7 Minuten 23 gebaut, der 861. und damit der letzte Platz hat 11 Stunden und 12 Minuten gebraucht. Dog, was hast du gemacht, Junge? Okay, jetzt muss er nur noch zum Shop. Und ich glaube, er muss noch... Oh, muss er irgendwas freischalten dafür? Anscheinend muss er noch irgendwas freischalten. Ah, er braucht Coins. Ja, stimmt. Er braucht einfach nur Coins. Er hat 518 und ich glaube, er braucht 1000 oder so. Bro, das Movement ist so crazy. Holy shit. Okay, smart. Und er hat genau 1000. Er hat genau 1000 und jetzt geht er. Holy shit, clean. Guck mal, wie hyped sein Chat ist. Go, go, this is it. Here we go. Bro, der Chat ist turbo hyped. Okay, jetzt muss er nur noch das Outfit kaufen, dann hat er's. Oh mein Gott! I'm gonna return that. Wir wollen die Nippel sehen, what the fuck? Digga, der beste Paar wieder rausgekartet. Aber freut mich natürlich trotzdem, dass er es geschafft hat. Okay, was haben wir jetzt nächstes? Als nächstes haben wir ein Bild. Puh.
YouTube Apology Video Speedrun, 100% World Record. Bonelos. I didn't want to make this video. I'm sorry if what I did offended you. I was in a dark place. I'm human. I was young and have now grown as a person. I have depression and anxiety. I'm the actual victim. I don't think I actually did anything wrong. I would never do the things it's been proven I've done. I'm gonna take a long 2-day break from social media, buy my merch, and subscribe. Let's get it, guys. That's a world record right there. World record. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr öfter mal sowas sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In dem Sinne, ciao, ciao.